Bienvenidos, bienvindos, bienvindas zu unserer siebten Ausgabe von Überleben, Schreiben, Narrative zu Krise und Zukunft. Mein Name ist Sebastian Wittkopf, ich bin DAD-Lektor in Córdoba, Argentinien und habe die Ehre, heute diese Veranstaltung zu moderieren. Es handelt sich hierbei um eine Lesungsreihe, organisiert von verschiedenen Goethe-Instituten und Goethe-Zentren in Lateinamerika sowie einigen dort auch ansässigen DAD-Lektoraten. Und unsere Reihe ist entstanden aus dem Bedürfnis, gerade in diesen Zeiten ja, des Umbruchs, der Unsicherheit, die Gelegenheit zu schaffen, sich mit diesen Themen auch in der Literatur zu beschäftigen. Deswegen haben wir einige Autorinnen und Autorinnen aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen, einerseits ihre Werke vorzustellen, aus ihren Werken zu lesen und auch mit uns das Gespräch zu führen und gerade auch zu Themen Stellung zu nehmen, die momentan sehr relevant sind. Ja, wir fragen uns ja gerade, worauf wir weiter zusteuern in der Zukunft, wie es weitergeht. Deswegen einerseits einige Werke sich in Science-Fiction-Romanen beispielsweise mit Zukunftsvisionen auseinandersetzen. Und andererseits erleben wir momentan auch Zeiten der Krise, einer globalen Krise, aber auch persönlicher Krisen. Und deswegen befasst sich der andere Strang der Werke, mit denen wir uns hier auseinandersetzen, mit persönlichen Fragen. Ja, wie überleben wir denn gerade? Wie leben wir? Wie überleben wir Krisen und wie wird vor allem über sie geschrieben? Bevor wir zum heutigen Werk kommen und unserer heutigen Autorin, möchte ich noch einige organisatorische Hinweise vorausschicken, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Gleich vorab möchte ich Sie alle einladen, in den Chat zu schreiben, woher Sie denn zugeschaltet sind, einfach auch, um hier trotz des digitalen Formates ein persönlicheres Ambiente zu schaffen. Und während Sie das Ganze kurz kommentieren, im Chat auch gleich noch der Hinweis, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und wird später auch noch zugänglich sein, falls Sie nochmal Lust haben, reinzuschauen, sowohl das Video als auch der Chat. Und ein weiterer wichtiger Hinweis wäre, dass Sie während der ganzen Veranstaltung Fragen stellen können. Und diese Fragen werden von unserer Chat-Moderatorin Svante Mikara gesichtet. Genau, Svante, sag mal kurz Hallo. Vielen Dank auch dir schon mal. Und wir versuchen natürlich am Ende der Veranstaltung möglichst viele Fragen zu beantworten. Und Sie haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, nicht nur im Chat Fragen zu stellen, sondern auch persönlich. In diesem Fall müssten Sie in der Frage im Chat am Ende Ihrer Frage ein großes P machen oder auch am Anfang. Und genau, dann wissen wir Bescheid. Sie werden dann die Gelegenheit bekommen, Ihr Mikrofon und Ihr Video zu aktivieren und die Frage zu stellen. Und außerdem haben Sie die Gelegenheit, die Fragen auf Deutsch, auf Spanisch und auf Portugiesisch zu stellen. Genau, sollte es persönlich sein, dann, wenn möglich, auf Deutsch. Genau. Ansonsten möchte ich ja, an dieser Stelle auch nochmal allen danken, die jetzt im Hintergrund gerade schon aktiv sind und zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen. Ich sehe auch schon, wir haben einige Teilnehmende aus Argentinien, aus Brasilien, aus Finnland, aus Deutschland, aus München. Und ja, sehr schön zu sehen, dass wir hier so zahlreich zusammengekommen sind und dass auch so viele unterschiedliche Regionen vertreten sind. Gut, ich freue mich nun endlich auch unsere heutige Autorin begrüßen zu dürfen. Sie ist Schriftstellerin, Journalistin und Fernsehautorin. 2015 erschien ihr Debütroman Momente der Klarheit.
Und 2019 ihr Werk, über das sie heute sprechen wird, Brüder. Dafür stand sie auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und wurde dann 2020 sogar mit dem Düsseldorfer Literaturpreis ausgezeichnet. An dieser Stelle herzlich willkommen, Jackie Thome. Hallo, guten Abend überall hin. Hallo. Jackie, du lebst in Berlin und bist uns heute auch aus Berlin zugeschaltet. Ja. Und ist ganz spannend, weil ja gerade auch dein Buch Brüder zumindest zu Teilen in Berlin spielt. Genau, vielleicht einige haben es schon gelesen. Es geht um zwei Brüder, Mick und Gabriel. Mick in Berlin, Gabriel in London und beide teilen denselben senegalesischen Vater mit verschiedenen Müttern. Und ja, beide wissen lange auch nichts voneinander, sind voneinander getrennt und das spiegelt sich auch im Aufbau des Buches wieder, oder? Ja, also ganz korrekt sind es natürlich mit zwei Müttern Halbbrüder. Okay. Und aber Brüder ist natürlich der schönere Titel als Halbbruder. Und ich habe es so gemacht. Ich habe lange überlegt, wie ich das anlege, ob ich immer Bruder A, Bruder B, Bruder A, Bruder B, also ob ich die beiden gleichzeitig die ganze Zeit über begleite. Und dann habe ich mich aber entschieden, den einen Bruder in das Berlin der 90er Jahre zu setzen, was eine sehr spannende Zeit ist. Also die sind beide 1970 geboren, die sind im gleichen Jahr geboren, der eine in Leipzig, der andere in Berlin. Und ich habe mir dann überlegt, der eine ist ein Partymann, es ist ein Mann, der sehr musikalisch ist, der viel in Clubs geht, der sehr viel feiert. Den begleiten wir von 1985. Da geht er von Ost-Berlin nach West-Berlin bis zum Millennium, bis 2000. Das werde ich auch vorlesen. Und der andere, der geht nicht auf Partys, der studiert, der hat ein Ziel, der möchte Architekt werden. Das alles funktioniert hervorragend. Und den lernen wir erst kennen im zweiten Teil, wenn er dann in London erfolgreicher Architekt ist. Ich habe das lange nicht gewusst, wie genau der Aufbau ist. Und ich war wahnsinnig froh, dass es dann funktioniert hat, weil die eine Person passt auch so gut. Ich habe auch eine andere Erzählweise, das erzähle ich später noch. Und der eine eben als erwachsener Mann in der Midlife Crisis und der andere als lustiger Freak in den 90ern in Berlin. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt Berlin schon ein paar Mal erwähnt und du hast die 90er Jahre erwähnt. Gleich, um uns ein bisschen hineinversetzen zu können, ja, in den Plot, in die Szenerie, wäre es vielleicht nicht schlecht, ja, ihn schon mal kennenzulernen mit der ersten Textstelle, die ja auch in Berlin spielt, wenn wir in das Leben von Mick gehen, gerade in die Zeit der Wende. Ja, nee, wir fangen vorher an. Und zwar, ich weiß nicht, ob alle Zuschauer Berlin kennen, oder ich schon hier waren. Das spielt jetzt, und sie sind wahrscheinlich auch jünger oft, das spielt jetzt 1985. Das heißt, die Mauer steht noch und Mick geht mit seiner Mutter, die einen Mann aus West-Berlin heiratet, vom Osten in den Westen. Und ich habe beschrieben, wie sich das angefühlt hat und was dann mit ihm passiert. Also er ist 15 Jahre alt, ist 1985, und er ist in der Pubertät. Ein junger Mann, ein Junge im Grunde. Okay, ich fange an zu lesen, ja? Ja, Hört man mich? Hört ihr super. mich? Gut. Danke. Ich muss meine Brille aufsetzen zum Lesen. Sorry. Die Berliner Innenstadt wird von einem Bahnring umschlossen, dem Verkehrspolitiker aufgrund seiner prägnanten Form den Namen Hundekopf gegeben haben. Als Micks Mutter verkündete, Wolfgang und ich, wir heiraten, bedeutete das, dass sie vom Treptower Park am unteren Hinterkopf nach Halensee an die Spitze der Hundeschnauze ziehen würden. 25 Minuten würde die S-Bahn brauchen, wenn sie die Unterkieferlinie des Hunds entlang fuhr. Doch die Bahn umrundete die Stadt nicht mehr, denn die Stadt war geteilt. Anderthalb Jahre lagen zwischen Antrag und Ausreise.
Micks Mutter verlor ihre Arbeitsstelle in einem Wissenschaftsverlag und arbeitete in einem evangelischen Kindergarten. Ein Akt der Barmherzigkeit, für den Monika dankbar sein musste, auch weil es offensichtlich war, dass sie an diesem Ort weniger verloren hatte als in einem Wanderzirkus. Unterdessen lebte Mick sein Teenagerleben, das nach außen hin fast so aussah wie immer. Doch während er zum Rudertraining ging oder sich mit seiner Clique im Plenterwald herumtrieb, verabschiedete er sich innerlich von seinem Revier und seinen Freunden. Sein Trost bestand in den unendlichen materiellen Möglichkeiten, die ihn auf der anderen Seite der Mauer erwarteten, und der Zuversicht, dass es dort schließlich auch Leute gab. Kurze Erklärung: Wer aus dem Osten in den Westen ausgereist ist, durfte nicht mehr zurück. Also deshalb war das ein harter Abschied innerhalb Berlins. Als sie dann umzogen oder rüber machten, wie man im Osten sagte, hatte er seinen Abschiedsschmerz fast hinter sich. Vorfreude überlagerte das Gefühl, verschleppt zu werden. Er zog nur ein paar Kilometer weiter, er blieb in seiner Stadt. Alles in allem bescheinigte er sich die absolute Kontrolle über die Situation. Ein Irrtum. Die ersten 3 Jahre im Westen verbrachte Mick mit seiner ersten ernsthaften Sucht und deren Bekämpfung. Eine Sucht, von der er noch nie gehört hatte. Nicht einmal in den Aufzählungen der unzähligen Übel des Kapitalismus seitens der Ostpropaganda war sie vorgekommen. Und so brauchte er eine Weile, um zu begreifen, was da mit ihm passiert war und was es ausgelöst hatte. Was jedem klar war: Im Osten gab es weniger Autos, weniger Reklame und Kommerz, keine Penner, keine Junkies und keine Hinweise auf Sex im Straßenbild. Im Osten gab es keine nennenswerte Einwanderer-Community, die sich niederließ und Geschäfte und Restaurants eröffnete. Im Osten gab es nur ausländische Vertragsarbeiter und Studenten, die kamen und wieder verschwanden, wie Micks Vater. Im Westen fuhren keine Straßenbahnen, dafür Doppeldeckerbusse, und es gab ein U-Bahn-Netz statt nur 2 mickriger Linien. Um gegen Ost-Berlin anzuglitzern, brauchte es keine Glitzermetropole, es brauchte einfach ein bisschen mehr von allem, und das gab es in West-Berlin. Nichts davon traf Mick unerwartet, bis auf dieses Zeug. Er war 15, es war die Zeit des großen wachstumsbedingten Hungers, und weil er den Zusammenhang zwischen Zufuhr und Verbrennung noch nicht begriff, pflegte er die Essgewohnheiten des Leistungssportlers, der er als Kind gewesen war, obwohl er seine Nachmittage nun vor dem Fernseher verbrachte. Alles musste probiert werden, die intensiven Geschmäcker konnten gar nicht artifiziell genug sein. Illusionen von Barbecue, frischem Gebäck oder irgendwelchen Früchten, die die Natur so nicht zustande brachte. Fantasien aus Fett, Zucker und Chemielabor. Er fraß sich durch die Stadt. In jedem U-Bahnhof zog es ihn an den Kiosk, und am Bahnhof Zoo trieb es ihn nicht auf die verruchte Rückseite, sondern auf den Vorplatz, wo das goldene M verheißungsvoll leuchtete. Im Osten hatte alles nach viel weniger geschmeckt. Die alchemistischen Suchtformeln fehlten, mit denen man Lebensmittel in Designerdrogen verwandeln konnte. Man verzichtete zwangsläufig auf Raffinesse und war damit unbeabsichtigt seiner Zeit voraus. Alles schmeckte wie 1946 beziehungsweise wie aus dem Naturkostladen. Ob das besser, schlechter oder gesünder war, interessierte Mick nicht. Ihn interessierte, wie er nach kurzer Zeit aussah. Würde er sich in eine Mannschaft wählen? Würde er sich in den Dschungel lassen? Was würden die Türsteher beim Anblick dieses minderjährigen Mopsgesichts sagen? Woher sollten sie wissen, dass er dorthin gehörte? Denn der wahre Mick gehörte definitiv in die Clubs und die Betten der coolen Leute, was man ihm vorübergehend jedoch leider nicht ansah. Interessanterweise waren es nicht die anderen, die ihn darauf brachten. Seine Mutter ließ zwar ab und zu ein paar Bemerkungen fallen, sein Aussehen betreffend, schließlich war er so ein schönes Kind gewesen und, ein entscheidender Punkt in diesem Zusammenhang, ihr Sohn. Seine Mitschüler dagegen verfügten über keinerlei Schwarmgrausamkeit. Sie plagten sich selbst mit Akne, Zahnspangen, Schweiß und Talgdrüsen herum und saßen somit selbst im Glashaus. So wie der Osten niemals so grau aussah wie im DEFA-Film oder schlimmer noch im Kalter Krieg-Agentenfilm, so war auch West-Berlin nicht der Inbegriff der Coolness, zumindest nicht an seinem Gymnasium.
Mick war davon ausgegangen, dass es stylmäßig drüben viel wilder zugehen würde, schon deshalb, weil es viel einfacher war, sich auszustatten und weil drüben eben keine piefige westdeutsche Mittelstadt war, sondern West-Berlin, die Insel der Irren. Doch nein. Er war nicht am Cottbuser Tor, er war in Wilmersdorf gelandet, wo man sich mit einem Qualitätspulli und seiner Naturhaarfarbe in den Unterricht setzte und wo die Mädchen auf eine nasale, subtextlose Art alles halt irgendwie voll witzig fanden. Dass er aus dem Osten kam, war kein Thema. Er sah nicht aus, wie man sich einen aus dem Osten vorstellte. Man hielt ihn für ein GI-Kind. Nein, war er nicht. Ach, echt nicht? Auch egal. Lästige Fragen zum Thema drüben blieben ihm auf die Weise erspart. Lästig deshalb, weil er im ersten Teil seines Lebens bereits so viele blöde Fragen hatte beantworten müssen, dass sie für mehrere Leben reichten. Die Ausländer und die Ostfrage gleichzeitig? Nein, danke. Stattdessen konnte er sich, umgeben von liebenswerten Poppern, von seinem persönlichen Systemwechsel erholen. Alle schliefen und nuschelten sich durch den Unterricht, schlurften über die Gänge und suchten nach ihrer Persönlichkeit. Mitglieder dieses apathischen Haufens waren außer Mick auch ein paar andere Eingewanderte. Einige erkannte man auf den ersten Blick, andere am Namen, wieder andere nur auf Nachfrage. Doch angenehmerweise wurde kaum nachgefragt. Beiläufig wurde erwähnt, dass man kein Schweinefleisch aß, Weihnachten erst im Januar feierte oder gar nicht und die Ferien in der Heimat der Eltern verbrachte. Sie bildeten keine Minderheitengang, sie mochten sich oder auch nicht. Und Mick fühlte sich nach kurzer Zeit wie vorher schon angeschwemmt von irgendwoher. Aber anpassungsfähig. Die Markencodes hatte er nach ein paar Tagen begriffen und an seine Mutter weitergegeben, die ihm die geforderten Klamotten kaufte, als wären sie seine Schuluniform. Diesel, Stüssi, Chevignon, aha, so, na gut. Bei den Preisen, beispielsweise für eine Chevignon-Fliegerjacke aus auf altgetrimmten Leder, hätte Monika Einspruch erheben können, aus pädagogischen Gründen vielleicht sogar müssen. Im Westen benotete man nicht nur bis 5 bis 6, was mit neue Möglichkeiten nach unten eröffnete, die er sofort ergriff. Doch erfreulicherweise vermischte Monika diese Themenfelder nicht miteinander. Für sie als modebewusste Ostfrau war die Beschaffung der gewünschten Kleidung von jeher mit Opferbereitschaft verbunden, zumal es nicht ihr Geld war, sondern das von Wolfgang, ihrem neuen Mann. Einem 70er-Jahre-Bon-Vivant mit blondem Mittelscheitel, ernst gemeinten Schnurrbart und getönter Goldrandbrille. Was brauchte es noch für einen ordentlichen Sozialstatus? Eine große Klappe, Musikgeschmack, Knete fürs Kino und ein Zimmer, in dem man ungestört herumhängen konnte. Nichts anderes als bei seinem alten Rudel. Der Druck, sein Fastfood-Fett schnellstens wieder loszuwerden, wuchs also in ihm selbst, genau genommen in den Tiefen seiner Boxershorts. Denn wie sollte das gehen mit den Mädchen? Seine Zukunft als Mann stellte er sich nicht so vor, dass er auf die Barmherzigkeit semi-attraktiver Frauen angewiesen sein würde. Ihm schwebte er eine schwindelerregende Auswahl vor. Und zunächst einmal der grundlegende Durchbruch, denn was er durch wissendes Grinsen und nebulöse Andeutungen geschickt im Unklaren ließ, er war Jungfrau, auch wenn er es anders geplant hatte. Seine Zielperson, ein Mädchen, das aussah wie Billy Idol, hatte endlich zugesagt, mit ihm Zelten zu fahren, als ebenfalls endlich ihr Ausreiseantrag bewilligt wurde, woraufhin Mick und seine Mutter innerhalb von einer Woche die Deutsche Demokratische Republik nicht nur verlassen durften, sondern zu verlassen hatten. Arschlöcher, dachte Mick und hinterließ dem Mädchen seine nagelneue 501 und eine fünfteilige Serie Musikkassetten, die er ursprünglich für die geile Zeit im Zelt aufgenommen hatte. Für das Zurücklassen seiner Lederjacke reichten seine romantischen Gefühle für Billy Idol aus Baumschulenweg dann doch nicht aus und auch nicht für ein Mädchen aus Ost-Berlin-Romanze, denn es ging eindeutig und wie er annahm beidseitig um Körperkontakt und nicht um eine Mauer überwindenden Seeleneinklang. Als er ihr eine Postkarte schrieb, komplett schwarz mit dem Satz Berlin bei Nacht, voll witzig, und Mühe hatte, das kleine Viereck mit etwas halbwegs Sinnvollem vollzuschreiben, das weder angeberisch klang noch Hoffnungen weckte, hatte sich das Gesicht des Mädchens in seiner Erinnerung bereits vaporisiert. Zurück blieb nur ihr hartes, silberblondes Haar
und ihr flexibler Turnerinnenkörper, den er fast unangetastet zurücklassen musste, ein Versäumnis, das ihn nicht sentimental machte, sondern überspannt und geradezu, man muss es so sagen, fickrig. Es folgten der Umzug, die Eingewöhnung, der Lebensmittel-Overkill und Mix das vorerst fest in seiner Zwangsjungfräulichkeit. Er ganz allein war es, der sich an einem strahlenden Junitag, an dem er normalerweise ins Freibad gegangen wäre, was er aber aus gegebenem Anlass vermied, für den kalten Entzug, sprich den Hunger, entschied. Und er zog es durch, obwohl er weiterhin wuchs. Die Vorstellung, langsam abzunehmen, schien ihm so quälend wie die Wassertropfenfolter. Er trennte sich von seiner sogenannten Lerngruppe, bestehend aus drei Jungs, die nachmittags verschlafenen Schulstoff nachholen sollten und dabei entdeckten, wie intensiv sich Platten hören lassen, wenn man dazu schwarzen Afghanen raucht. Nur einmal wöchentlich und nur so viel, dass das Fehlen der Haschisch dem älteren Bruder nicht auffiel, aber genug, um Erfahrungen mit verzögerter Zeitwahrnehmung, Paranoia, unbändigen Lachanfällen und einem Verlangen nach Nutella zu machen, das seinen bisherigen Fressattacken in den Schatten stellte. Mick begriff, dass sich diese Nachmittage negativ auf sein Gewicht auswirkten und strich sie. Und er erkannte seinen ärgsten Feind, Zucker. Mick, eine Null in Chemie, erfasste den ihn betreffenden Teil des Themenkomplexes Saccharine innerhalb eines Nachmittags, was wieder einmal bewies, dass er kein Problem mit dem Stoff hatte, sondern nur mit dessen Vermittlung, die im Westen kein bisschen spannender war als im Osten. Nachdem er den Zucker in seinen vielfältigen Verkleidungen enttarnt hatte, ließ er fortan nicht nur die Süßigkeiten, sondern alle Kohlenhydrate weg, was leichter war, als seinen eingeschlafenen Bewegungsdrang zu reaktivieren. Was wünschst du dir zu Weihnachten, mein Großer? Eine Reckstange. Bitte? Eine Querstange im Türrahmen oder Ringe im Flur. Querstange, aha, so. Kannst du das mit Wolfgang besprechen? Klar. Machst du das bitte, Schatz? Versprichst du mir das? Das ist lieb von dir. Es war typisch für seine Mutter, ihm seinen Wunsch in Form einer Aufforderung zurückzuspielen. Monika, mitten in ihrer Ausbildung zur Heilpraktikerin, delegierte gut. Wolfgang, Immobilienmakler und Verwalter mehrerer Mietshäuser, ebenfalls. Er schickte einen Handwerker, um den Wunsch seines Stiefsohns nach einem Trainingszimmer in der Abstellkammer nachzukommen, denn Mick hatte seine Anfrage um eine Sprossenwand, eine Ruderbank, einen Sandsack und eine Kollektion Hanteln und Expander erweitert. Zur Motivation hängte er sich ein Rumble in the Jungle Poster an die Wand, während er seinen Sandsack bearbeitete und auf die definierten Muskeln von Muhammad Ali und George Foreman starrte, begriff er endlich, worum es in dem Song Insa in Zaire ging. Man ging sich aus dem Weg. Das hieß, Mick ging Monika aus dem Weg und Wolfgang ging Mick aus dem Weg. Sein Desinteresse an Kindern, insbesondere an männlichen Pubertären, wurde nicht groß kaschiert, was Mick lieber war als gespieltes Engagement. Der Umstand, dass Wolfgang Platz und Geld hatte, vereinfachte alles. Sie lebten in einer 6-Zimmer-Wohnung in Hallensee, in der Mick am Ende des sogenannten Dienstbotentrakts einen eigenen Eingang, ein Bad und zwei der kleineren Zimmer hatte, in denen er friedliche Nachmittage mit MTV und Masturbation verbrachte. Er solle sich doch tagsüber vorne aufhalten, sagte Monika und meinte damit den sonnigen, herrschaftlichen Teil der Wohnung. Doch er liebte seinen Appendix, die Stille und den Blick in den Hof, der mit seinem Weinbewuchs etwas Mediterranes hatte und in dem es nie wirklich hell wurde. Ab und zu wurde die Stille unterbrochen, dann hörte er die Musik der Nachbarn Bon Jovi und Angelo Branduardi und entwickelte gegen beide eine Aversion. Und er hörte Katzen, die es brutal miteinander trieben, was ihn wieder an den Sinn des Lebens erinnerte. Nachts schlief er abwechselnd in seinem Bett und in der Zwischenetage, eine Art Hochbett, einem Überbleibsel aus der Zeit der Dienstboten, und stellte sich die Mädchen vor, die hier früher geschlafen hatten, rechtlos rotbäckig und so ahnungslos, dass man ihnen alles, aber auch wirklich alles beibringen musste. Das war im Gegensatz zu seinen tagsüber Fantasien erleichternd unschuldig. Irgendwann kam ihm der störende Gedanke, dass diese Dienstmädchen jetzt mindestens 90 Jahre alt bzw. tot sein müssten. Aber er tauschte also tauschte er sie gegen zeitgemäßere Frauen aus. Einbrecherinnen in schwarzem Leder zum Beispiel, in flagranti von ihm erwischt, oder Handwerkerinnen,
die in seinem Trakt etwas zu reparieren hatten. Zweimal im Jahr flogen sie nach Spanien, wo Wolfgang und Monika entweder mit Immobilienmaklern herumführen oder einfach nur da saßen und Wein bestellten, während Mick auf Porno und MTV-Entzug sein Sportpensum nochmals erhöhte. Irgendwann kam der Lohn für seine Mühen und Mick, aufgeputscht von seinem dauerhaften Fastenhoch und seinen regelmäßigen Runners Highs, erhielt einen fetten Bonus von Mutter Natur. Er wuchs weiter, streckte sich auf fast 2 Meter. Der Spiegel wurde wieder zu seinem Freund. Das vormals Runde wurde kantig, Sehnen und Muskelstränge wurden sichtbar. Endlich ein Männergesicht, endlich ein ernstzunehmender Bart. Schön geworden, Operation Mann geglückt. Zumindest optisch. Ein Grund zu feiern, wie sich zeigen sollte, jahrelang. Völlig in den Hintergrund trat dabei sein endgültiges Verlassen der Schule. Den Beginn seiner Ausbildung als Zimmermann nahm er selbst so beiläufig wahr wie eine flüchtige Disco-Bekanntschaft. Ein stolzer Beruf, sagte Monika, deren Vater, Opa Heinrich, auch Zimmermann gewesen war. Erstmal machen und dann weitersehen, sagte Wolfgang. Eine Zwischenlösung sollte es sein, behauptete Mick, dem irgendetwas mit Design vorschwebte und dem an der ganzen Idee am besten die Zunftkleidung aus schwarzem Kord gefiel. Die Zorro-Kluft mit dem Schlapphut würde ihm stehen, dachte er. Euphorisiert vom ersten großen Sieg seines Lebens, zufälligerweise einem Sieg über sich selbst, galoppierte Mick durch sein neues Dasein als gut aussehender Mann. Ein Dopaminrausch jagte den nächsten. Dann fiel die Mauer. Die 90er begannen, die Stadt wurde zum Spielplatz und entwickelte sich nach seinem Geschmack. Die Sonne war herausgekommen. Zeit für Frauen, Zeit für Partys, Zeit für neue Freunde. So. Vielen Dank für diese kleine Reise zurück in die 80er bis hin dann zur Wende. Wie bist du vorgegangen? Wie hast du dich so zurückversetzen können in die doch inzwischen schon 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre zurückliegende Zeit? Ja, ich habe mir halt, ich musste mir überlegen, wenn man beim Roman großen Bogen fand, muss man sich wirklich überlegen, an welcher Stelle machst du eine Zusammenfassung und sagst so eine, ich mache jetzt hier so eine kleine Zeitgeist-Zusammenfassung. So haben sich diese End-80er dann angefühlt. Und dann fiel die Mauer, die Stadt hat sich komplett verändert. Und ich erzähle von ihm nur so ein Punkt aus seinem Leben. Ich erzähle keine Szenen aus der Schule. Ich erzähle einen wichtigen Punkt in seinem Leben, nämlich, dass er ganz dick wird als Junge und sich das dann abtrainiert und hungert. Und dieses Thema, dass er attraktiv ist, das ist ein Frauenthema. Das hat er als Mann ganz stark und das macht was mit dem Charakter. Ich habe mir überlegt, wie lege ich den Charakter an? Und auch überlegt, wo mache ich eine Szene, wo Leute sich unterhalten, wo ich Szene schreibe und wo diese Zeitgeist-Zusammenfassungskapitel, weil es ist eine super lange Zeit, in der ich im Grunde schreibe und deshalb habe ich dann rumprobiert und schließlich auch, was zu den 90ern passt natürlich, diesen wohlwollenden Erzähler mit einer leichten Ironie angelegt, weil man braucht auch einen bestimmten Sound natürlich. Man muss erstmal finden, ich habe eine Geschichte, okay, aber in welchem Tonfall, in welchem Sound erzähle ich diesen ganz wichtiges Element? Ja, du hast auch angedeutet schon, die Stadt als Spielplatz, ja, Berlin als Spielplatz kann man sich auch heute noch ganz gut vorstellen, finde ich. Und du gleitest dann rein so in die 90er Jahre, wobei in diesem Kapitel ja schon ein bisschen angedeutet wird, wie es dann weitergehen soll, wie sich Mick entwickelt. Ja. Wie lebt er denn diese Zeit? Zeit für Frauen. Also erstmal kommt die Frauengeschichte und dann gleichzeitig, wie gesagt, die sind 1970 geboren. Ich bin 1972 geboren. 1970 hat es super einfach auch für den Leser. Du weißt immer, wo du bist. Ne? Der wird im Jahr 2030, der ist 1990, 20, die Mauer geht auf und alles und keiner weiß so richtig, was ist jetzt los. Und zeitgleich änderte sich aber auch das Ausgehverhalten sowieso ganz stark, nämlich, dass die Leute von Diskotheken
aus den Diskotheken kommend angefangen haben, Clubs zu nehmen, in Clubs zu gehen und große in großen Industrieruinen zu feiern und elektronische Musik ganz viel zu hören, also alle zusammen. Es gab nicht diesen Effekt, dass die Leute aus dem Osten sagten, oh, wir gehen jetzt immer nach West-Berlin in die Disco oder umgekehrt, sondern was Berlin heute noch hat, dieses Ausgehen und dieses massive Techno-Ding, das fing da ja gerade an. Und da rutscht er hinein. Also der verliert nicht 10 Jahre seines Lebens. Der lebt diese 10 Jahre. Aber es sind eben die Jahre, in denen andere Leute sich überlegen, was will ich studieren, was will ich machen, was will ich arbeiten. Und er gerät in eine Blase, in der die Leute feiern und ihre Arbeit in diesen Feierkontext suchen. Das macht er. Ja. Er macht das ganz gut, aber er ist trotzdem ein Bruder Leichtfuß, ja. Man hat das Gefühl, er ist auf der Tanzfläche zu Hause und er nimmt es gleichzeitig, obwohl er sich wahrscheinlich sehr wohl fühlt, so doch am Anfang des Buches gesagt, so als Nebel war, ja, dass diese Jahre so vorbeiziehen, dass er sich treiben lässt in diesem Strom der 90er, auf Genuss aus als ein Hedonist. Und manchmal, man hat nicht das Gefühl, er verliert sich, sondern es geht irgendwie immer so weiter. Ich habe ihn teilweise auch sehr passiv empfunden, aber auch als Genussmensch. Also ich habe, das ist aber auch im Leben so, wenn du jemanden kurz beschreibst, dann trifft es das nicht ganz, das ist klar. Wenn man jetzt sagt, es ist ein Typ, der lieber auf Partys geht, als dass er sich einen ordentlichen Zukunftsplan macht, dann hört sich das sehr oberflächlich an. Dieses Leben funktioniert aber so gut, wie es funktioniert, weil was er hat als Talent schon als kleines Kind, er mag Menschen, er mag wahnsinnig gerne andere Menschen und andere Menschen mögen ihn. Das ist eine Gabe, das ist ein Geschenk. Und die ist was anderes als ein Talent, unglaublich gut Klavier spielen zu können, aber es ist eine unglaublich wertvolle Gabe. Und dadurch, dass er das hat, heißt dieser Teil des Buches auch der Mitreisende. Immer wenn jemand in sein Leben kommt, den er mag, schafft er das, dieses Leben dieser Person so mitzuleben. Die Leute sind total gerne in seiner Gesellschaft. Er lebt mit seiner Freundin Delia, der ist mit diesem Desmond ganz eng befreundet. Der ist ein schwuler Amerikaner, der nach Berlin gekommen ist in den 80ern. Und die Leute behaupten, die sehen sich ähnlich. Mick und Desmond, das stimmt gar nicht. Desmond ist schwarz. Aber da habe ich auch dieses Ding, ne, dass die Leute denken dann, die beiden sind Brüder, obwohl der eine ja auch einen englischen Akzent hat, wenn er spricht. Also der Titel Brüder ist auch mehrdeutig. Es geht nicht nur darum, dass diese beiden Männer Halbbrüder sind. Es geht auch darum, dass Mick als Einzelkind mit seinen Freunden, das machen viele Einzelkinder, so eine Brüderbeziehung eingeht. Also sich in seinen Freunden Brüder sucht. Und das macht er dann eben auch. Das erwähnt, er hat viel Erfolg bei Frauen. Delia, die dann ja auch seine Freundin wird, spielt eine wichtige Rolle in dem Buch. Generell auch ihre Beziehung, aus deren Perspektive du ja auch dann schilderst. Nichtsdestotrotz gerät er da auch ein bisschen so an seine Grenzen, oder, in dieser Beziehung? Ob er an seine Grenzen in die Beziehung gerät oder sie? Oder beide. Die Beziehung ist, die Beziehung hat, das fand ich ganz interessant. Ich habe mich da in die Frau und in den Mann hinein denken müssen, natürlich, ne, sind meine Figuren. Es ist eine Beziehung von zwei Menschen, die sich sehr wohl lieben, aber der eine liebt den anderen offenbar mehr als der andere. Das gibt es ganz oft. Das ist ein Ungleichgewicht, das ist ganz klar. Und es ist nie zur gleichen Zeit perfekt. Das ist auch ganz häufig so bei Beziehungen. Und was die beiden probieren, ist zu sagen, was sie vor allem probiert, weil sie geht konzeptioneller an das Thema Beziehung ran als er. Er lebt einfach so. Sie ist mit einem Mann zusammen, der nicht monogam ist. Also Mick hat immer andere Frauen. Und sie überlegt sich, wenn ich diesen Mann haben will, muss ich das akzeptieren. Ich muss das jetzt
irgendwie akzeptieren, aber dann bleibe ich mit dem zusammen. Und das ist ein Versuch, den die da machen. Und mich hat letztens eine Journalistin gefragt, ob das nicht eine ganz merkwürdige Frau ist, diese Delia, diese Untreue zu akzeptieren. Dann habe ich gedacht, was für eine spießige moralische Frage im Jahr 2020. Das ist Liebe und es ist ein Versuch, damit klarzukommen. Es ist nicht schön, ist nicht immer schön, aber er ist der Mann, den sie haben will. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn nicht mehr haben will. Ja. Auch spannend zu sehen, dass gerade ja, diese Themen auch von Beziehungen auch damals schon ja, sehr aktuell waren, ja, und nicht nur aus heute so herausgegriffen sind. In der zweiten Szene, die du uns mitgebracht hast, geht es unter anderem ja auch um diesen Zeitgeist der 90er und in Kombination mit der Beziehung zu Delia und wie Mick da versucht, beides irgendwie ja, mit beiden zu leben, beides so in Einklang zu bringen. Genau. Genau, also es ist ganz kurz erklärt, es ist wieder ein Kapitel, das ist kürzer jetzt, es ist wieder ein Kapitel, das so ein bisschen nach szenischeren Kapiteln zusammenfasst, wie die aktuelle Gefühlslage so ist. Sowohl generell als auch bei ihm selbst. Und es ist jetzt 1999. Und ich habe, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil 1999 hat natürlich eine ganz besondere Atmosphäre gehabt, weltweit, also diese zwei jetzt zu bekommen. Und ich fühle mich ganz alt, wenn ich das erzähle. Und er merkt, dass er er geht halt Konfrontationen und Problemen immer aus dem Weg. Und ich verstehe das total gut, sonst hätte ich es nicht so schreiben können. Er geht immer so Sachen aus dem Weg, er geht auch Gesprächen aus dem Weg, die er mit ihr führen müsste und er ist gerade an diesem Gefühl, an diesem Dings, okay, ich ändere das, aber erst im neuen Jahrtausend. Und um zu zeigen, wie man sich 1999 in Berlin gefühlt hat, habe ich jetzt hier nochmal so ein komprimiertes, kleines Kapitel für euch. Okay. Also, Mick hetzte durch den Herbst 1999 mit dem Gefühl, alles, was er bisher versäumt hatte, erledigen zu müssen, bevor aus der 1 eine 2 wurde. Der Countdown führte ihm vor Augen, dass das gesamte Leben ein Countdown war, ein Gedanke, der ihm in schwachen Momenten Todesahnungen bescherte, die er mit ausgedehnten Ablenkungsmanövern bekämpfte, die meist nicht funktionierten. So kann das nicht weitergehen, dachte er, während er Dinge versäumte, verdrängte, ignorierte und immer öfter auch, während er es sich gut gehen ließ. Wenn er sich dann fragte, was so nicht weitergehen konnte, öffnete sich in seinem Kopf ein Labyrinth, in das er sich lieber nicht hineinwagte. Alle schienen einem furiosen Finale entgegenzuhecheln, von dem niemand so genau wusste, wie es aussehen würde. Tatsächlich konnte keiner glaubwürdig einen Millennium-Bug ausschließen. Sollten am 01.01.2000 um 0 Uhr tatsächlich alle auf das alte Jahrtausend geeichten Systeme zusammenbrechen, hätte das immerhin den Vorteil, dass man damit auch Micks Schuldenberg löschen würde. So gesehen wäre es dumm, vor diesem Datum irgendetwas zu überweisen. Y2K hätte zudem den Vorteil, dass die Menschheit innerhalb einer Sekunde zurück auf 0 geschaltet würde. Die Letzten werden die Ersten sein, er nicht. Während Mick darauf spekulierte, dass Millionen anderer eventuell recht hatten, glaubte er selbst überhaupt nicht daran. Denn die Welt, wie sie war, sie wirkte stabil. Allem Anschein nach war sie keine Matrix. Nichts sah nach Philip K. Dick oder William F. Gibson aus. Da konnte man mit dem Begriff Cyber um sich werfen, so viel man wollte. Man ging ins Internet, unterdessen war das Festnetztelefon besetzt. Man schrieb sich die besten Webadressen aus Zeitschriften ab und gab sie dann in seinen Browser ein. Man fragte sich, ob mit Hilfe neuer Software jeder Depp in der Lage sein würde, Musik zu komponieren. Und die Antwort lautete, jein. Man sagte dauernd Prada, man sagte Galore und Orama. Wenn man einen Trend zu spät entdeckte, konnte man behaupten, man hätte ihn bereits wiederentdeckt.
Vor lauter Ironie wusste man gar nicht mehr, was überhaupt noch ernst zu nehmen war. Man veröffentlichte Listen mit den ultimativen Büchern und Platten des zu Ende gehenden Jahrhunderts, die noch elaborierter waren als die Bücher und Plattenregale der Angeber, die sie schrieben. Das Gleiche galt für die Listen der wichtigsten Persönlichkeiten, Filme, Ereignisse und auch Websites des vergangenen Jahrhunderts, wenn nicht Jahrtausends. Man fragte sich, ob nun der Zeitpunkt gekommen war, an dem alles schon einmal dagewesen war, und entschied wahrscheinlich ja. Ab demnächst würde man im Remix-Reload-Zeitalter leben. Sequel, Prequel, jetzt erst recht. Trotzdem befand man sich an der Schwelle zum brandneuen. Wie in den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor hatte man auch jetzt das Gefühl, in einer ganz besonders bedeutsamen Zeit zu leben. Man hörte wieder 1999 von Prince. Man hörte Millennium von Robbie Williams. Man hörte nicht auf, Buena Vista Social Club zu hören. Man unterteilte die elektronische Musik in so viele Untersparten, dass man den Überblick verlor. Man stellte fest, dass der derzeit beste Rapper weiß und der derzeit beste Golfspieler schwarz war und meinte damit Eminem und Tiger Woods. Man hielt die Feststellung für bemerkenswert. Man rechnete damit, dass nach der Concorde etwas noch Schnelleres über den Atlantik fliegen würde, denn Beschleunigung war die logische Konsequenz von fast allem. Große, altehrwürdige Firmen sponserten jeden Irrsinn aus Panik, den Anschluss an die Zukunft zu verlieren. Man prophezeite, Access würde das neue Eigentum. Man fragte sich, was man auf den Portalen sollte, die im Internet wucherten, und saß trotzdem in den Startlöchern, obwohl die meisten Leute nach wie vor nicht verstanden, womit genau andere Leute bereits unermesslich reich geworden waren. Leute im Mix-Alter. Es kam ihm vor, als hätten sie den Eingang zur Schatzkammer gefunden, während er im Vorraum herumtänzelte und nur ab und zu einen Blick hineinwerfen durfte, bevor der Sesam sich wieder schloss. Das Gefühl, etwas zu verpassen, dabei aber im Gegensatz zu früher nur knapp daneben zu liegen, löste in ihm etwas aus, das Delia hyperaktives Phlegma nannte. Es äußerte sich in wenig Schlaf, einem großen Aktionsradius und einem fast manischen Kommunikationsbedarf bei gleichzeitig stark beeinträchtigter Konzentration und daher eher unbefriedigenden Resultaten. Der Begriff Burnout war noch nicht zum Alltagswort geworden, aber er beschrieb den Zustand, auf den Mix sich in jenem Herbst vor seinem 30. Geburtstag zubewegte. Im Sommer hatte er viel Zeit mit Delia verbracht, nachdem er sie im Frühjahr so selten gesehen hatte, dass man von einer Fernbeziehung sprechen konnte. Ihr Termindruck beim Sex war ihm lange nicht aufgefallen, denn Sex war nie verkehrt, zu keinem Zeitpunkt. Als er das eindeutige Schema erkannte, wusste er, dass jetzt beide ein Problem hatten. Es war das erste Problem seines Lebens, das mächtiger war als seine Libido. So mächtig, dass er fürchtete, impotent zu werden. Nicht generell, speziell bei ihr. Es war die Hölle, sie zurückzuweisen. Die Notwendigkeit eines Gesprächs schwebte durch das Haus wie Rauchschwaden. Doch dieses Gespräch wollte er noch weniger als Sex nach Kalender. Sein Kommen und Gehen folgte nun nicht mehr seinem Spaßtrieb, sondern ebenfalls einem festen Muster. Er kam nach Möglichkeit erst nach Hause, wenn sie schlief oder arbeitete. Wir sehen uns kaum noch, ich vermisse dich, sagte sie nach ein paar Monaten in diesem Rhythmus, keinen Vorwurf im Tonfall, was vielleicht Taktik war und selbst wenn, es wirkte. Er war nach Hause gekommen, als sie sich mit George auf dem Weg in den Park machte. You say goodbye and I say hello. Seltsamerweise war es der Hund, der einen beleidigten Eindruck machte, nicht Delia. In ihrer Korbtasche sah er ein paar Akten und Zeitschriften. Sie würde diesen brütenden Junisonntag allein auf einer Wiese verbringen, während er allein im abgedunkelten Schlafzimmer herumlag. Er war der Mond, sie die Sonne. Er sah ihre sommersprossigen Schultern, ihre kleinen Füße in Flipflops, roch ihre Sonnencreme und wollte hinüber zu ihr auf die andere Seite. Im Kühlschrank sind Erdbeeren, sagte sie. Und er starrte ihr hinterher, bis sie auf ihr Fahrrad stieg und davonfuhr. Es hatte nicht nur wehgetan, sie zu vermeiden, es war auch anstrengend gewesen, es so aussehen zu lassen, als würde er es nicht tun. Ihre Versöhnung ohne vorherigen Streit fühlte sich so gut an, dass er ihr fast die Wahrheit gesagt hätte. Fast.
Den Sommer über lieferte er eine schauspielerische Leistung ab, mit der er zeitweise sogar sich selbst davon überzeugte, alles wäre wie vorher. Zusammen fuhren sie an die Seen und nach Italien. Gerettet. Schließlich existierten sie nicht nur als Körper mit XX und XY-Chromosomen, sondern auch als zwei Menschen, die sich was zu sagen hatten. Und dass sie ihn verführte, weil es der Zeitpunkt verlangte, hieß ja nicht, dass sie ihn nicht trotzdem wollte, oder? Irgendwann reden wir mal, aber nicht jetzt, dachte Mick. Als dieser Summer of Love langsam verglühte, zog es ihn wieder hinaus. Wie an eine Front. Ich muss arbeiten, Baby. Aber nicht drei Nächte am Stück. Ich muss los, wir sehen uns. Silvester nahte und damit der Druck, einem dem Datum angemessene Party zu feiern. Kein Sieg ohne Training. Wenn er in den Morgenstunden nach Hause kam, wenn der Rest der Welt noch schlief oder schon schlief, schrieb er rauchend To-Do-Listen auf Post-its, die er in der Wohnung verteilte und meist nicht mehr entziffern konnte, wenn sein Tag dann endgültig begann. Ich brauche Ruhe, dachte er im Wechsel mit, ich brauche Geld. Mucho, und zwar pronto. Delia spiegelte ihm sein Problem. Sie hatte Drive, er auch, nur dass sie ihren für ihr Vorankommen nutzte, während er im Kreis fuhr. Sobald er eine Idee hatte, sobald er sich tagsüber einer Sache widmete, kam ihm die nächste Nacht dazwischen und pulverisierte nicht nur seine Zukunftsängste, sondern auch seine Zukunftspläne. Dein Horoskop für die kommende Woche, Leere, Schmerz, Hoffnungslosigkeit, hatte Delia ihm irgendwann getextet, als sie das Warten satt hatte. Leider trat es immer öfter ein. Dass es anderen genauso ging, hatte ihn jahrelang beruhigt. Das ist der Preis, den wir zahlen müssen, dachte er, bis er sich fragte, wofür eigentlich? Er hätte es machen können wie Fabian, der mehr und mehr zu einem Profi-Gastronomen wurde. Kommen, kontrollieren, gehen. Er hätte es machen können wie Chris. Kommen, kurzes Hallo, großes Hallo, gehen. Denn Chris hatte sich zwei große Hunde zugelegt und damit zusammen mit seiner kleinen Tochter Fee immerhin drei Wesen, um die er sich auch tagsüber zu kümmern hatte. Diese Party-ist-over-Stimmung, die die anderen verbreiteten, ließ sich nicht mehr ignorieren. Es schien, als wäre es der ultimative Trend zu sagen, man wäre draußen, zu sagen, man hätte echt viel zu tun. Um nicht zu sagen, besseres. Man müsse aber auch auf seine Gesundheit achten. Zu sagen, man wäre jetzt auch echt mal zu alt. Die gigantische Zahlungsaufforderung fühlte sich an wie der endgültige Rauswurf. Sie war überhaupt nur zu ertragen, weil es die beiden anderen gab. Die Jahresendzeit begann wie jedes Jahr zu rasen, wie Micks Herz, wenn er an seine beiden bedrohlichsten To-Dos dachte. Erstens, mit dem Finanzamt reden. Das würde Fabian übernehmen. Zweitens, mit Delia reden. Damit war er allein. Er war froh, dass sie so beschäftigt war und wenn er sie sah, war er so anhänglich, dass sie ungläubig kicherte, wenn er sie umschlang und nicht mehr losließ. Es war Winter und er wollte neben ihr liegen, bis sich alles von selbst geklärt hatte. Ihren Kopf auf seiner Brust fragte sie ihn ab und zu, ob alles okay sei und immer antwortete er, alles super. Als er Anfang Dezember durch die Stadt fuhr, um sie von der Arbeit abzuholen, um wieder einmal das Hintergrundrauschen des Ungeklärten jeden halbwegs positiven Gedanken störte, unterbrach er sich. Erstmal dieses Jahrtausend zu Ende bringen, dann weitersehen, sagte er laut und deutlich zu sich selbst. Und die Größe der Zeiteinheit ließ seine Sorgen sofort kleiner werden. Scheibenwischer an, Musik lauter, Spur wechseln und die Stimmung gleich noch mit. Es wird sich auch bei mir etwas ändern, dachte Mick in seinem alten Optimistentonfall. Im ersten Monat des neuen Jahrtausends 30 zu werden und genau dann ein paar Änderungen einzuführen, was bitte ist das für ein perfektes Timing? Es fühlte sich fast an, als wäre er auserwählt, unklar von wem und wofür, doch er blieb dabei. Es war symbolträchtig. Vielen Dank. Wir haben es gerade gehört. Jahrtausendwende ist auch eine Wende so ein bisschen für Micks Leben, ja, ähnlich wie auch schon die Wende 89-90 dann dazu geführt hat. Und unser Sonnenschein Mick stößt auf Probleme, von denen wir jetzt nicht so viel weiter verraten wollen, sondern ich würde sagen, wir
gehen einmal kurz über den Ärmelkanal nach London und gehen zu dem anderen Bruder oder zu dem anderen Bruder und stellen fest, dass sich nicht nur der Ort ändert, dass sich auch die Perspektive ändert, die Zeit ändert. Ja, und wir haben das Gefühl, wir haben hier keinen Bruder, sondern eine komplett andere Person, die ja mit ihrem Genpool nichts gemeinsam hat, könnte man sagen. Ich habe manchmal doch, die Sachen sind, es ist nicht so, dass ich habe die nicht so angelegt zu sagen, der eine ist der sowas wie Engelchen und Teufelchen oder so, ne? Also die haben schon beide ihre, da wo der Mick sehr emotional ist, wirkt Gabriel kühl, da wo Mick aber so unzuverlässig ist, ist Gabriel so da, was auch, also die haben beide ihre schönen Eigenschaften. Ich habe erst, als ich relativ weit mit dem Buch war, festgestellt, wo sie sich ähneln. Und zwar, und umso mehr ich über das Buch reden musste, umso mehr ich auch Interviews gegeben habe und befragt wurde, umso mehr fiel mir auf, dass sie sich dann nämlich doch sehr ähneln, ohne sich zu kennen. Und zwar in der Herangehensweise an ihr Außenseitertum. Es ist ja wie bei mir, ne? Die Mutter ist Deutsche, der Vater ist schwarz, ist Afrikaner, kam nach Deutschland. Und ich werde natürlich wahnsinnig viel gerade eben nach Rassismus gefragt und Ausgrenzung und dies und das. Und beide haben ihre Methode zu sagen, ich bin auf eine Art und Weise alleine, aber andere Leute sind auch auf eine Art und Weise alleine oder Außenseiter. Und es ist okay. Der eine, weil er die anderen Menschen so mag, und der andere durch Performance, durch Funktionieren, durch immer der Beste sein. Und das ist so diese Strategie und dieses zu sagen, ja, mein Vater ist nicht da, das ist jetzt nicht perfekt, aber ich lasse das nicht zum wichtigsten Thema meines Lebens werden. Das ist so das, wo sie sich total ähneln. Hm. Und Gabriel, genau, jetzt kurz noch kurz erklärt, was ich gemacht habe. Ich hab den Teil 1 zu Ende geschrieben, dann gibt es ein Intermezzo, dann kommt der Vater, damit der zu Wort kommt, weil der Vater ist das verbindende Glied zwischen den beiden und zwischen auch den Romanhälften. Der Vater denkt so drüber nach, wie schön das war, in Deutschland zu studieren und so weiter und so fort. Und dann gehen wir nach London zu Gabriel, und ich wusste, ich kann den nicht in diesem selben Tonfall erklären wie Mick, weil es eine ganz andere Person ist, es ist auch ein anderer Zeitgeist. Und deshalb bin ich in die Ich-Perspektive gewechselt. Und in der Ich-Perspektive fiel mir dann auf, dass ich Gabriel sehr mag, aber dass der ein Mensch ist, der nicht so viel über sich redet. Der gibt emotional nicht so viel Preis, das ist nicht seine Art. Und so kam es, dass ich seine Frau Fleur eine Stimme gegeben habe. Die habe ich auch in einer anderen Typo geschrieben. Ich habe eine andere Schriftart genommen am Anfang. Und Fleur hat mir dann Gabriel näher gebracht und erklärt. So ist der zweite Teil entstanden. Und ich lese jetzt aber nicht Fleur, obwohl es meine Lieblingsfigur fast ist. Ich lese jetzt zweimal Gabriel, habe ich mir überlegt. Okay. Und vielleicht sogar gleich zusammenhängend. Oder sollen wir dazwischen noch mal quatschen? Wie du möchtest. Wir können noch erstmal hören und dann im Anschluss noch mal genauer drauf eingehen. Dann haben die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein Bild vor Augen vielleicht. Okay, also es ist so, Gabriel geht nicht chronologisch, sondern wir treffen den, da ist er schon 46 Jahre alt, sehr erfolgreich als Architekt. Und was ich auf gar keinen Fall machen wollte, ist in so ein Erfolgsleben reinzoomen. Das ist schön für die Leute, die es leben, aber langweilig für die Leser und für mich. Das heißt, ich habe Gabriels super-duper Leben unterbrochen durch einen Vorfall, und wir lernen ihn genau an dieser Krisenstelle kennen, und dann erzähle ich rückwärts, wie er an diesen Punkt gekommen ist. Also ich erzähle nicht chronologisch rückwärts, ich erzähle aber auch nicht chronologisch vorwärts, sondern ich erzähle praktisch so. Also damit fange ich jetzt an. Gabriel. Und wir befinden uns tatsächlich, das Buch endet 2017, und wir sind jetzt aber
Oh, wir sind jetzt hier 2016 in London. Gabriel. Und plötzlich war ich weiß. Es war nicht die einzige Verdrehung von Tatsachen an diesem Tag, aber die absurdeste. Nicht, dass die Tabloids mich explizit als weiß bezeichnet hätten. Das war nicht nötig. Ich wurde weiß, indem sie darauf verzichteten, zu schreiben, dass ich es nicht war. Man kannte meinen Namen. In anderen Zusammenhängen war mir das recht. 20 Jahre lang hatte ich alles dafür getan, um an diesen Punkt zu gelangen. Architekten sind keine sogenannten Gesichtspromis, aber um mich besser zu beschreiben, musste man dem durchschnittlichen Zeitungsleser nur ein paar Fotos unserer wichtigsten Gebäude präsentieren und mich Star-Architekt nennen. Und es war klar, wer ich war. Einer von denen, die sich einbildeten, die Welt gehöre ihnen und sie könnten sich alles erlauben. So hatte ich nie gedacht. Mein Büro hatte so viel gebaut, auch Bungalows für Slumbewohner. Doch in diesem Kontext machte sich ein Wolkenkratzer, ergo ein Phallus, natürlich besser. Ich hätte... Entschuldigung, ich muss meine Brille aufsetzen. Dann geht es alles viel besser. Pardon. Man stellte es dar, als hätte sich mein gesamter Lebensweg auf diesen Vorfall zubewegt, eine Kausalkette so unausweichlich, dass der schlichteste Leser denken musste, typisch. Hatte ich Pech gehabt, war ich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, lief das nicht aufs Gleiche hinaus? Genauso könnte man sagen, dass meine Sterne schlecht standen oder mein Energiefeld schwach war. Nach dem Vorfall drehte ich mich im Kreis, schaute mich suchend um nach einer Ursache-Wirkung-Formel, die mir erklären konnte, was ich hätte anders machen sollen. Dabei entstanden Gedanken, die sich anhörten, als kämen sie aus dem Kopf meiner Frau. Habe ich meine innere Stimme überhört, die all das bereits wusste? Habe ich das Glück herausgefordert, indem ich auf alles noch einen draufsetzen wollte? Nein, hatte ich nicht. Ich glaube nicht an das Schicksal, deshalb konnte ich es auch nicht herausfordern oder mit Demut auf meine Seite ziehen. Ich glaube an meine Arbeit und deren verdiente Resultate. Ich hatte keinerlei Zweifel an meiner Berufung an die Uni gehabt. Es war der perfekte Zeitpunkt in meiner Biografie als Mann und als Architekt. Ich hatte etwas zu sagen, ich hatte Erfahrung, Idee. Als Student wäre ich in meine Seminare gegangen. Als Dekan hätte ich mich auch berufen. Meine Frau hatte mir geraten, stattdessen ein Buch zu schreiben, mit der Begründung, ein Buch fordere meine Kompetenz, nicht aber meine soziale Kompetenz. Hätte ich auf sie hören sollen? Ihre Meinung interessiert mich immer, was nicht zwangsläufig heißt, dass ich sie teile. Ich liebe Fleur, aber ich bin nicht Fleur, ich bin Gabriel. Mein Wutanfall hatte nichts Sexuelles gehabt, was ich nicht beweisen konnte. Mein Einwand, dass ich das Mädchen kurz für einen Transvestiten gehalten habe, hätte nur eine weitere Gruppe gegen mich aufgebracht, also unterließ ich ihn. Ich hatte keine Chance. Was immer ich auch gesagt hätte, es hätte alles verschlimmert. Ich hätte die sprichwörtliche Scheiße in den Ventilator geworfen, eine ekelhafte Metapher, die niemals in meinem Leben so zutreffend war. Ich war das Feindbild der Presse und jeder Art von Antidiskriminierungsgruppierung. Ich konnte nichts dagegen tun, dass ich ein Mann war, dass ich ihr Dozent war, dass es mir finanziell besser ging als ihr. Aber es war ihnen auch egal, dass ich selbst nicht weiß war. Ich hatte eine schwarze 20-Jährige angegriffen, die sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu mir befand und was auch nicht ganz korrekt war, denn die Teilnahme an meinem Kurs war fakultativ und führt somit zurück zur Frage, was sie überhaupt dort zu suchen hatte. Fakt war aber, dass sie 20 war und schwarz und dass sie ihren Vater an die Öffentlichkeit zerrte, einen Minicab-Fahrer, dem man rührende Bildunterschriften schrieb. Mr. So-und-so fährt seit 20 Jahren Doppelschichten, um seinen Kindern eine gute Ausbildung zu finanzieren. Und so weiter. Darunter Kinderfotos meiner Studentin und ihrer beiden Schwestern. 3- bis 6-Jährige in Kleidchen und mit Zöpfchen. Die Chance, dass so ein Foto nicht süß aussieht, tendiert gen Null. Eine Mutter fehlte, vielleicht aus taktischen Gründen. Vielleicht gab es sie wirklich nicht mehr. Von mir wurde ein Passfoto benutzt, das auch ein Fahndungsfoto hätte sein können. Ein mittelalter Mann schaut möglichst ausdruckslos und nach Vorschriften
für biometrische Dokumentfotos in die Kamera. Runder Kopf, sehr kurzes Haar, Geheimratsecken, Strichmund, breitwirkender Hals über weißem Kragen und Krawattenknoten. Ein überbelichteter Jedermann. Kein Platz für Sympathie. Der Vater des Mädchens, dieser freundliche ältere Mann mit dem grauen Backenbart, der vielleicht gar nicht so viel älter war als ich, aber nun als rechtschaffendes Väterchen und Einwanderer Lichtgestalt herhalten musste, hatte nun den perfekten Antagonisten, den bösen Deutschen. Und das Schöne daran ist, dass man das auch sagen darf. Deutsche sind keine schützenswerte Minderheit. Sie sind viele. Sie haben nachweislich Dreck am Stecken. Es geht ihnen bestens. Der britische deutschen Steckbrief ist nicht besonders lang und nicht besonders aktuell, was niemanden daran hindert, ihn zu benutzen. Der angebliche Kampf um die Handtücher am Pool, Fußball und immer wieder Hitler. Das alles schießt reflexartig aus ihnen heraus und wird als Witz deklariert. Wer nicht darüber lacht, hat keinen Humor und kommt somit vermutlich aus Deutschland. Anfangs war ich amüsiert. Die alberne Geschichte mit den Handtüchern kannte ich nicht, weil ich nicht pauschal nach Torremolinos fliege, traut es die deutschen Touristen aber zu. Fußball ist Fußball. Und gegen die ständige Nennung des schlimmsten Deutschen konterte ich mit Monty Python, "Don't mention the war." Das fand man lustig. Ja, man fand mich tatsächlich lustig, weil ich einen Satz aus einer uralten TV-Serie aufsagte. Doch in der Regel war ich auch nicht der Deutsche. So wie man mich nach Mauerfall nicht für den Ostdeutschen hielt, hielt man mich jetzt nicht für den Deutschen. Die Leute sahen mich an, rechneten nicht mit einem deutschen Akzent und hörten demzufolge auch kein. Das fand ich faszinierend, obwohl ich definitiv einen deutschen Akzent habe. Was denn sonst? Jetzt aber war ich nicht nur wieder der Deutsche, denn wer eignet sich besser als der Übeltäter? Ich war auch noch der Rassist. Hätte man mir das vorausgesagt, ich hätte gelacht. So, ich werde Ihnen jetzt nicht verraten, was Gabriel gemacht hat, was genau zu diesem Ärger führte und diesem Vorfall und der schlechten Presse. Also es ist ein Ding, das so große Kreise zieht, dass es sogar in der Presse landet. Und ich habe 2016 tatsächlich, als es auch spielt, damit angefangen, das zu schreiben. Das war noch vor der MeToo und Harvey Weinstein. Und ich fand es interessant, wie sich diese ganze Geschichte gerade auch entwickelt hat. Und was ich jetzt noch vorlese über die Figur Gabriel, ist seine erste Freundin, die er in London hat, bevor er seine Frau trifft, weil das ist eine Figur, die heißt Sibyl. Und es geht darum zu zeigen, dass sich in diesem Roman das Thema Rassismus nicht in Form von Aggressionen erzähle oder Ausgrenzung, sondern in Fragen, die immer wieder auftauchen, die beide Protagonisten immer wieder gestellt bekommen, weil sie Deutsche sind, aber nicht weiß. Und die Frau, die ihn damit ständig konfrontiert, ist seine erste Freundin in London und das lese ich jetzt vor. Also das heißt, er kam nach London Anfang des Jahrtausends ungefähr. Dann wurde mir Sibyl vorgestellt und wir beide wussten sofort, warum. Einer meiner Kollegen heiratete und die gesamte Hochzeitsgesellschaft war sich einig, dass es sich bei meiner Tischdame und mir um ein Matchmade in Heaven handelte. Oh, die Tischordnung wurde nach Farben erstellt, verstehe, sagte Sibyl, als sie sich neben mich setzte und ich konnte nicht anders, als sie zu mögen. Durch Sibyl, deren Mutter aus Ghana kommt, lernte ich das fantasievolle Farbspektrum kennen, dass die Kosmetikindustrie sich für unseren Hautton ausgedacht hatte. Golden Almond, Honey, Chestnut, Butter Pecan, Karamell, Praline, Brûlé, Toffee, Dark Ginger, Kamel, Desert Beige, Beige Noisette oder Beige Châtain, Rattan, Ambre Doré oder Pappkarton. Das war meine Gesichtsfarbe zu dieser Zeit, in der ich eher sorglos mit meiner Gesundheit umging. Ich nahm an, dass man die helleren Alabaster Pearl oder Panna Cotta nannte und die dunkleren Espresso Dark Chocolate oder Lakritz.
Diese Gedanken machte ich mir, wenn ich mir in Sibylls Saustall von Bad eine Schneise durch Berge von Kosmetik schlagen musste, denn ihre Wohnung war so klein, dass ich mich dorthin verzog, wenn ich eine kurze Pause von ihr brauchte oder telefonieren musste. Ich hatte die unordentlichste Frau der Welt getroffen, einen großartigen Menschen, mit dem ich jede Sekunde genoss, aber nur, weil ich wusste, dass unsere Zeit begrenzt sein würde. Sibyl, the Thrill, wie Marx sie nannte, ließ keine Gelegenheit aus, mir zu sagen, dass sie nicht an einer festen Beziehung mit einem Spießer wie mir interessiert sei. Super, dachte ich, denn so musste ich auch nicht dauernd darüber nachdenken, ob sie meine Ansprüche erfüllte oder nicht. Ich verbrachte meine Zeit mit einer schönen, klugen Frau und musste mir nicht im Stillen sagen, dass es nicht für immer sei, denn das übernahm sie. Der Unterschied zu einer festen Beziehung bestand allerdings nur darin, dass wir behaupteten, es wäre keine. Dazu kamen einige Do's und Don'ts, die ausschließlich Sibyl bestimmte. Keinen Elternkontakt, was mir recht war, denn er wäre einseitig gewesen und hätte ihren Eltern, Alice und Norman, die in Kent lebten, womöglich etwas suggeriert, was wir nicht einhalten konnten. Zu unserer Nichtbeziehung gehörte außerdem niemals in der Wir-Form von uns zu sprechen, wenn es um uns als Paar ging. Ansonsten benutzte Sibyl die Wir-Form dauernd und meinte damit uns als Stamm. Ein Stamm, der sich je nach Belieben vergrößern, verkleinern und umbenennen durfte. Wir waren die Nicht-Weißen, die Half-Castes, Biracial oder Mixed-Race-People, People of Color, die Braunen, die Gelben, einfach nur die Schwarzen und natürlich Brüder und Schwestern. Wir waren die Unterdrückten, die Unterrepräsentierten, die Diskriminierten, die Angehörigen einer Minderheit, die Entrechteten. Ihr obsessives Wir war eine völlig neue Erfahrung für mich, die ich anfangs interessant fand. So wäre es gewesen, wenn ich Geschwister gehabt hätte. So wäre es gewesen, wenn ich in einem anderen Land aufgewachsen wäre. Mein Status als Einziger wurde ausgehebelt durch die Aufnahme in Sibyls Gruppe, was sich schnell anfühlte wie sippenhaft. Denn ich war daran gewöhnt, der Einzige zu sein und hatte keine Lust, ein Black Empowerment-Paar zu bilden. Sibyl, du bist nicht schwarz, dein Vater ist weiß. Es interessiert aber niemanden. Mich schon, dein Vater im Zweifel auch. Ach, halt doch die Klappe, Oreo. Ich hatte zuerst Orfeo verstanden und gedacht, Sibyl würde Orpheus und Othello verwechseln, bis ich verstand, dass sie mich als schwarzen Keks mit weißer Füllung beschimpfte. Ich, der Möchtegern Weiße, kämpfte fast täglich gegen etwas an, das sie als die Wahrheit betrachtete und ich als Paranoia. Sibyl, der Typ war kein Rassist, er war nur genervt, weil deine Kreditkarte nicht ging. Sibyl, wir haben keinen Tisch bekommen, weil das Restaurant voll ist. Und darf ich dich daran erinnern, dass du dort nicht per Bildtelefon angerufen hast? Er hat es an meiner Stimme gehört. Was denkst du denn? Stimme, Haare, Haut, Seele. Unsere gemeinsame Hautfarbe legte sich über jedes Thema und verwandelte es in ein Streitthema. Entschuldige, Sibyl. Ich laufe nicht den ganzen Tag herum und denke, ich bin schwarz, ich bin schwarz. Oh Gott, ich bin schwarz. Ich denke auch nicht den ganzen Tag darüber nach, dass ich ein Mann bin, dass auf meinem Wimpern winzige Lebewesen sitzen, dass ich irgendwann durch einen Geburtskanal gepresst wurde. Das ist alles faszinierend, aber ich muss auch an andere Dinge denken. Verstehst du das? Es tat mir leid, wie Sibyl ihr eigenes Dasein ständig deklassierte. Sie hörte sich an wie jemand, der einen Sklavenaufstand plant, war aber eine englische Mittelklassefrau, die in einer großen Modelagentur arbeitete und ausschließlich in Designerklamotten herumlief. Wenn ich sie daran erinnerte, hasste sie mich. Dabei mochte ich es eigentlich, wie sie mit ihren beiden Welten jonglierte. Modewelt und Diskriminierung wurden mit der gleichen Leidenschaft bedient. Dann geriet ich mit Sibyl in Hautfarbenstress aus der anderen Richtung, was nicht weniger deprimierend war. Wir fuhren in einem Minicab, der Fahrer und Sibyl hassten sich von Sekunde 1 an und ich dachte noch, das ist jetzt mal kein Bruder-Schwester-Ding. Menschen mögen sich oder eben nicht. Basta. Der Fahrer war übellaunig, sein Wagen dreckig, sein Fahrstil unter aller Sau. Seine Route eindeutig beschiss. Alles war so offensichtlich mies, dass ich mich fragte, ob Sibyl ihn damit durchkommen lassen würde, weil er schwarz war. Nein,
er beging einen Kardinalfehler und spielte Musik, die Sibyl zu blöd war und mir zu laut. Sein muffiger Honda wurde zum Raubtierkäfig. Sibyl keifte mit ihrem heiseren Organ, was ich sonst so sexy fand. Der Fahrer übertönte sie mit einer Fistelstimme, die nicht zu seinem voluminösen Oberkörper passte. Er beschimpfte sie als Yellow Bitch, Cunt, Slut. Er ließ keine Beleidigung aus. Wichtiger schien jedoch die Tatsache, dass sie heller war als er. Er schrie weiter, dass sie aus der Karibik käme, was nicht stimmte, daher im Gegensatz zu ihm von Sklaven abstamme und folglich die Letzte sei, die ihm Befehle zu erteilen hätte. Sprachlos reichte ich ihm sein Geld nach vorn, drückte es ihm in die fuchtelnden Hände und zerrte Sibyl aus dem Wagen. Im Davonfahren schüttelte er entrüstet den Kopf, verdrehte die Augen und zeigte auf Sibyl, als wollte er mir sagen, nichts für ungut, Mann, aber krieg mal deine Alte im Griff. Sibyl hatte ihr Telefon am Ohr und versuchte fluchend die Zentrale zu erreichen, um sich zu beschweren. Ich stand erschüttert neben ihr an einer zugigen Straßenecke in einer Scheißgegend und fragte mich, ob wir einfach ein paar Milliarden boshafter Kreaturen waren, deren Lebenszweck darin bestand, sich gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen. Nein, entschied ich, als wir in das nächste Taxi stiegen, in dem ein normaler Mensch am Steuer saß. Die Quote echter Arschlöcher ist in jeder Population gleich hoch bzw. niedrig. Das war es doch, was ich Sibyl ständig versuchte zu sagen. Unsere permanenten Debatten hielten sie wach und machten mich müde. Und irgendwann wurde aus einem Standpunkt, den ich anfangs nur angenommen hatte, um ihr etwas entgegenzusetzen, meine Überzeugung. Farbe bekennen ohne mich. Und ich sage dir auch, warum. Weil Hautfarbe als Distinktionsmerkmal die Grundlage für jede Art von Rassismus ist. Die einzigen, die sich daran orientieren dürften, sind bekennende Rassisten. Wenn diese Unterscheidung aber kompletter Unsinn ist, was sie nachgewiesenermaßen auch ist, wieso sollte ich mich nach ihr richten? Wieso sollte ich mich einer Gruppe zuordnen lassen, die gar nicht existiert? Weil sie zwar wissenschaftlich nicht existiert, aber gesellschaftlich. Akzeptier es endlich. Wer Teil einer marginalisierten Gruppe ist, entkommt Identitätsfragen nicht, schrie Sibyl, die sich je nach Bedarf anhören konnte wie eine Bibliothek oder eine Gefängniskantine. Habe ich sie geliebt? Meistens ja. So, das war ein Teil aus Gabriel. Vielen Dank. Und beide Teile hatten reichlich Farbe in allen möglichen Facetten. Farbe teilweise auch in Kombination mit Rassismus. Im ersten Teil ein bisschen subtiler, im zweiten Teil sehr konkret dann als Thema. Ja, man sieht es ja auch recht schön am Cover außen, dass es im Buch eine sehr wichtige Rolle spielt für viele Personen, das Thema Farbe. Und wir haben auch gesehen, es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Rassismus oder auf das Thema Hautfarbe. Ja, Mick geht anders um als Gabriel. Mit der Hautfarbe oder mit der Identität auch. Und Sibyl wieder auf eine andere Weise. Genau, und ich würde die Frage stellen und dann auch gleich schon mal freigeben für das Publikum, weil wir schon recht weit fortgeschritten sind mit der Zeit. Und ich habe auch gesehen, es werden einige Fragen gestellt. Und die Chatfragen liest du die mir vor? Das wird Svante übernehmen. Ah ja, okay, ja. Okay. Genau. Also hast du mir jetzt eine Frage gestellt? Oh. Also ich weiß nicht, ob du noch auf die Farbthematik eingehen wolltest. Ach so, aha, okay. Können wir gleich zur nächsten Frage gehen. Ja, also es ist kein Rassismusroman, wenn es sowas denn überhaupt gibt, ja. Also so sich jetzt mit diesem Thema nur zu befassen, das ist, glaube ich, eher was für ein Essay oder ein Sachbuch. Und wenn du so Leben füllst, dann ist es ganz normal, und das will ich ja auch zeigen, das ist auch wichtig, wenn du Leben erzählst, also Romanfiguren entwickelst, dann gibt es diese Lebensthemen, dann gibt es die Beziehungen, dann gibt es die Berufe, dann gibt es ein Kind, das Gabriel dann hat und dieses Kind ist so ein bisschen schräg drauf. Dann gibt es gibt so viele Themen, die ein Mensch hat und dann ist es was immer wieder als Frage oder als Reaktion von der Außenwelt
in das Leben der beiden hineintritt. Aber ich habe das da verwoben und neben diese ganzen anderen Fragen und Themen gestellt. Und Sibylle ist halt ein Beispiel, wenn es konkret wird. Gabriel geht nach London, weil er der Meinung ist, das ist die größte europäische Stadt und die Stadt, in der die meisten Leute von überall her mit dem Leben und auch sehr, sehr viel und auch was ihm in London gefällt, dass es eigentlich jede Farbe oder jede Ethnie auch in jeder Einkommensklasse gibt. Das muss man London wirklich lassen. Und deshalb möchte er seine Ruhe haben damit. Und Leute wie Sibylle kommen aber immer wieder mit Fragen von außen. Also es ist definitiv nicht so, dass er ein Leben führen kann, in dem das komplett egal ist. Aber er kommt sehr weit, weil er nämlich sehr viel Geld verdient. Und Geld ist immer, Geld ist definitiv immer ein Argument. Das ist einfach so in unserer Welt. Ja, und nichtsdestotrotz wird er später, und das wollen wir aber nicht weiter verraten, dann auch an Grenzen stoßen, trotz seines Erfolgs und trotz seiner Karriere und seiner, ja, dann ist doch so, es wird auch gesagt, am Anfang seines Teils, er denkt, dass sein Leben perfekt ist. Perfektionismus. Okay, ich glaube, Svante, es wurden schon einige Fragen gestellt. Vielleicht wirst du mit der ersten beginnen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Jackie, für die tolle Lesung und auch dir, Sebastian, für das schöne Gespräch. Und wir haben tatsächlich ein paar Fragen hier im Chat und ich würde direkt mit einer persönlichen Frage anfangen von Manfred. Der hatte sich gemeldet, dem erlaube ich jetzt zu sprechen und... Ist der Manfred Stoffel? Manfred Stoffel, ja. Ah, hallo Manfred. Hallo Jackie, genau. Hallo. Hallo. Ja, du weißt, ich bin ein großer Fan von deinem Roman. Habe mich jetzt umso mehr gefreut, dich da das persönlich lesen zu hören. Das war ganz toll. Vielen Dank dafür. Als du diesen pubertierenden Jungen beschrieben hast, ich bin irgendwie genau das gleiche Alter wie dieser Junge sozusagen, habe ich gefragt, gerade diesen Ich-Erzähler nochmal gelesen hat, tat es dir irgendwann mal leid oder fandest du schwierig, dass du jetzt zwei Brüder beschrieben hast, nicht zwei Schwestern? Also du hast dich ja jetzt für zwei männliche Figuren entschieden, beschreibst auch eine Pubertät mit einem Jungen und dann hast du einen männlichen Ich-Erzähler sogar noch. Ne? Also ja. Für dich persönlich. Und wäre es toll gewesen für dich auch zwei Schwestern zu kreieren? Nee, es hat gerade Spaß gemacht, mich da so ein bisschen daneben stellen zu können. Also es ist ja nicht so, dass Männer und Frauen so verschieden sind emotional, dass man es nicht schreiben kann. Ne? Männer schreiben ja auch große Frauen, ja. Das ist okay. Ich fand, zwei Sachen daran waren super für mich. Erstens macht das total Spaß, auf Männer draufzuschauen und sich auch da hinein zu versetzen. Und meine Generation ist es ja sowieso. Und zweitens, dadurch, dass in dem Roman natürlich auch Sachen angelegt sind, die autofiktional sind, also also mein Background ist ja ähnlich der den Brüdern und auch meine Herkunft und meine Wohnorte, dadurch wäre Schwestern so gewesen, als hätte ich ein Memoir geschrieben und das dann, man hätte mir nie geglaubt, dass es ein Roman ist. Man hätte immer gedacht, es ist die Geschichte von mir und meiner Halbschwester und ich bin einer. Das ist sowieso schon immer schwer zu erklären für Romanautoren. Es wird ganz oft gedacht, dass man seine Leute verheizt oder dass man das selber ist. Und hätte ich das so gemacht, das wäre nicht gut geworden. Also ich habe das absichtlich so gemacht und ich hatte auch Lust auf die Männerperspektive. Ich hatte Lust auf die Frage, was ist der Männer, wo sind die Druckpunkte der Männer meiner Generation? Habe ich mich tatsächlich gefragt. Super, danke. Sehr gerne und bis bald, Manfred, hoffentlich. Ja, bis bald. Ja, das schließt jetzt tatsächlich auch schon an die nächste Frage an von Simone. Die hatte geschrieben im Chat, das Buch hat mir sehr gut gefallen. Gratuliere vor allem die vielen Themen, die angesprochen werden. Ebenfalls der offene Schluss. Vielen Dank. Und haben Sie in diesem Buch auch autobiografische Erlebnisse verwendet? Also spielt genau darauf an, was du gerade sagtest, also dass man die Parallele schnell zieht. Ich versuche immer so präzise wie möglich zu erklären, wie das mit diesem Autofiktionalen funktioniert. Ne? Also
es sind keine Szenen aus meinem Leben, also, sondern es ist eher dieses, was ich da von Mick vorgelesen habe, dieses Zeitgeistige, ne? Dass man so dieses, wie hat man sich 1999 zum Beispiel gefühlt oder wie hat man, wie sah das Berlin aus und so weiter und so fort. Aber szenisch ist das jetzt, ist das nicht mein Leben. Das ist nur dieses, sagen wir mal so, die Kulisse und die Tapete und der Zeitgeist, was ich da verwendet habe. Genau, das schreibt hier auch Fabiola. Sie bewundert, wie du sozusagen den Zeitgeist der 90er und 2000er Jahre eingefangen und gespiegelt hast. Und eben auch wieder die Frage, ob sozusagen es so ein bisschen in deine Richtung geht, ob du diese Stimmung so selbst erlebt hast. Aber ich glaube, das hast du schon... Ja, genau. Ich habe die so erlebt und ich habe auch die einzige, ursprünglich war es mal so, ich habe mir überlegt, was natürlich auch super interessant ist, ich habe mir überlegt, ob ich nicht die Geschichte meines Vaters nehme, aber ich wollte aus meiner Generation herausschreiben und ich wollte bei diesem Roman, es kann sein, dass ich das mal mache, aber jetzt wollte ich es nicht. Ich wollte nicht von einem Interview mit einem Interviewpartner arbeiten, ne, um sowas wie den Zeitkreis zu kreieren. Deshalb habe ich den Vater habe ich präzise gemacht, aber kurz. Und diese Geschichte zum Beispiel, die ist schon sehr nah an der meines Vaters dran. Diese, wie die Leute aus den afrikanischen Ländern in den Ostblock zum Studieren gekommen sind und dieses Gefühl, da habe ich schon mit ihm drüber gesprochen. Da habe ich aber auch Material zu gehabt und gelesen. Jetzt haben wir noch eine Frage und noch einen Kommentar, und zwar die Frage von Luisa Maid. Da geht es nochmal um die Figuren, und zwar würde sie gerne wissen, ob du einen Lieblingsbruder hattest, ob es dir beim Schreiben der beiden Charaktere genauso leicht fiel oder ob es bei einem leichter von der Hand ging. Das ist eine sehr gute Frage. Interessanterweise, also ich habe ja erst den Mick geschrieben und dann musste ich den verlassen. Und dann war das aber auch mal erzählt. Also sein Leben ist dann ja vor die Wand gefahren. Und dann habe ich mich Gabriel zugewendet und Gabriel habe ich angelegt als eine sehr konsequente Figur, die, das sagt er ja auch von sich selber, meine Frau hat gesagt, meine Kompetenz, aber nicht meine soziale Kompetenz. Gabriel ist nicht so eine soziale Figur und der wirkt am Anfang auch nicht so warmherzig. Der ist verschlossener und kühler. Ich mochte den aber trotzdem, umso mehr ich über ihn erfahren habe, umso lieber mochte ich ihn. Das ist, wenn man diese Figuren entwickelt, ein bisschen wie bei einer Therapie. Umso mehr dir ein Mensch über sich erzählt, umso besser du ihn verstehst, umso näher ist er dir dann auch. Und ich hatte bei Gabriel dann ja noch, wie ich schon gesagt habe, seine Frau Fleur. Und die erklärt ihren Mann. Also ich habe eine Figur erfunden, die mir meine Figur erklärt hat. Das hört sich total schizophren an, aber das ist eine gute Technik. Wunderbar. Und jetzt glaube ich, dass der Kommentar von Alejandra Obermeier aus Argentinien wunderbar abschließend dazu passt. Sie schreibt nämlich im Chat, ich habe den Roman gelesen und die Lektüre sehr genossen. Mick, der in den Tag hineinlebt, der sich einfach mitreißen lässt, hat es am Ende besser als Gabriel. Gabriel dagegen, der so zielstrebig ist und anscheinend alles richtig macht, ist eigentlich so unbeholfen und zerstört seinen mühsam konstruierten Ruf mit einem einzigen Vorfall. Diese Szene tat mir so leid. Ich wollte fast nicht lesen, wie er sein eigenes Grab schaufelte. Ich fand beide Charaktere sehr liebenswert und auch die beiden Frauen Delia und Fleur. Ach, wie schön, das ist toll. Vielen, vielen Dank, das freut mich sehr. Ja, und dann würde ich sagen, Sebastian, ich gebe wieder zu dir zurück und bedanke mich ganz herzlich beim Publikum für die tollen Fragen. Ja, die sind super, die Fragen. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Also wie gesagt, ich habe so viele Fragen gestellt bekommen und die waren sehr, sehr schön. Habe ich sehr gerne beantwortet. Dankeschön. Danke dir. Danke, Svante. Für die Fragen. Vielen Dank auch nochmal von mir ans Publikum und ja, jetzt erstmal vielen, vielen Dank dir, liebe Jackie, für deine Bereitschaft, hier an der Veranstaltungsreihe teilzunehmen, für die Lektüre der interessanten Textpassagen, deine Kommentare, deine Erklärungen und ja, vor allem die interessanten Einblicke in diese Beziehungsgeflechte der zwei Brüder und noch
darüber hinaus. Ich glaube, du hast auf jeden Fall jetzt einige neue Leserinnen und Leser gewonnen in dieser Veranstaltung. Vielen, vielen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Team, die hier im Hintergrund sehr aktiv waren und ja, zum Gelingen dieser Veranstaltung und auch der ganzen Reihe beigetragen haben. Und vielen, vielen Dank auch ans Publikum für die Fragen, für die Teilnahme. Wenn ihr wollt, sehen wir uns wieder zur nächsten Ausgabe in 2 Wochen, wo Eckhard Nickel aus seinem Buch Hysteria vorlesen wird. Und, das ist toll. Ah.